Leute, ich hatte eine YouTube-Umfrage gestartet, wo ihr einfach den coolsten Stufe 100-Skin von den ganzen Battle-Pässen bisher, ja, auswählen konntet. Und dementsprechend ist auch das ganze Ranking ausgefallen, also es geht eher nach eurem Ranking, also nach eurem Geschmack. Und falls ihr sowas nicht mehr verpassen möchtet, weil ich werde sowas in der Zukunft öfter mal bringen, dann lasst meinem Kanal jetzt unbedingt mal ein kostenloses Abo da und vor allem aktiviert auch die Glocke, denn ohne Glocke funktioniert überhaupt nichts auf YouTube, wie ihr bestimmt alle wisst. Ihr bekommt keine Benachrichtigungen, die Videos werden nicht mehr bei euch angezeigt. Also unbedingt die Glocke aktivieren, das ist super, super wichtig. Und jetzt würde ich schon sagen, ab mit dem Video. Auf dem 7. Platz haben wir mal den Ragnarök-Skin. Das ist ja der Stufe 100 oder Endskin, wie man es auch immer sagen möchte, vom Season 5 Battle Pass. Ich denke, auch die meisten von euch werden diesen kennen oder sogar auch besitzen. Dieser Skin ist ja ein Teil des Forboten-Sets und dieser Skin lehnt sich auch ein wenig an so einen Wikinger-Style an. Ich finde ihn ganz nice, aber irgendwie hätte ich mir schon was Besseres erwartet für einen Stufe 100 Skin. Ich mag eh nicht diese Skins, die so unglaublich viele Effekte haben oder keine Ahnung, so Extras. Ich finde eher schlichter gehaltenere Skins nicer und ihr anscheinend auch, denn nur 2% in meiner Umfrage haben für den Ragnarök Skin gestimmt. Das ist echt super, super wenig. Ich meine, über 1000 Leute haben daran teilgenommen und deswegen sind auch super viele Geschmäcker hier im Ranking enthalten und deswegen musste dieser Skin hier auch auf dem Platz Nummer 7. Dieser kam tatsächlich bei der Fortnite-Community nicht so gut an. Bei diesem Skin kann man auch wieder so viele Stile auswählen und verändern und kombinieren. Ich meine, ich finde die Basisstufe am nicesten persönlich und ich finde dieses Schädel, also diesen Schädel-Look da, den Stil Stufe 5, keine Schulterklappen, den finde ich tatsächlich nicht so nice. Ich weiß nicht warum, weil der auch wieder so viele Extras hat, glaube ich, finde ich den nicht so nice. Ich finde einfach die Basisstufe am nicesten von diesem Ragnarök-Skin, aber mehr feiere ich bei diesem Skin auch nicht. Außer ich feiere die Farben noch ein wenig, aber sonst ist das wirklich kein allzu nicer Skin. Man kann ihn natürlich sehr, sehr gut spielen, sage ich mal. Hat paar nice Sachen, keine Ahnung, wie dieses Horn da links unten oder mit diese blauen. Wie gesagt, ich feiere die Farbe blau so unglaublich und deswegen spricht mich die Farbe von ihm tatsächlich an. Dieses Hell-Türkise feiere ich wirklich krass bei ihm, aber mehr feiere ich wirklich nicht so und deswegen hat er hier auf jeden Fall mal den Platz im Rosim verdient. Jetzt geht's aber schon mit dem 6. Platz weiter. Viel Spaß! Auf dem 6. Platz habe ich mal den Wolf oder Daya-Skin, wie man es auch immer sagen möchte. Und zwar ist das ja der Stufe 100 oder Endskin vom Season 6 Battle Pass gewesen. Ist auch nicht allzu lange her, sage ich mal. Die meisten von euch sollten auch diesen Skin besitzen. Ja, und bei dem kann man auch wieder ganz viele Stufen und Kleidungsfarben, sage ich mal, auswählen und kombinieren. Dabei muss ich persönlich sagen, finde ich die letzte Stufe am nicesten, also den schwarzen Werwolf. Ich feiere ihn einfach so unglaublich. Aber ihr müsst euch mal reinziehen, so, das ist wie so eine Art Veränderung, denn die Stufe 1 beginnt ja hier mit dem Menschen, mit dem ganz normalen Menschen und endet dann mit dem schwarzen Werwolf. Also es ist so eine, ich sag mal, Entwicklung vom Menschen zum Werwolf, wenn ihr versteht, was ich meine, Leute. Ich finde eigentlich diese, ja, Entwicklung ganz nice. Da hat sich Epic Games schon was Nices überlegt, sage ich mal. Leute, aber die Skins, die nachher kommen, sind natürlich nochmal krasser. Deswegen sind die auch höher im Ranking und ich glaube 3% oder so haben sich für den Wolf entschieden. Ich finde, für einen Stufe 100 Skin, Leute, hätte ich mir schon was Besseres vorstellen können oder ich habe mir eigentlich was Besseres erwartet, denn ich finde ihn vom Outfit oder vom Style jetzt nicht so krass. Ich meine, es gab schon ganz andere Skins, die viel krasser aussahen wie dieser Skin und die waren irgendwie Stufe 1 oder 2 Skins oder Stufe 87 Skins. Ich finde diesen Skin für einen Stufe 100 Skin nicht so nice. Allerdings, wenn das jetzt ein Stufe 1 Skin oder Stufe 87 Skin gewesen wäre, fände ich den auf jeden Fall echt schon krass. Na gut, jetzt geht's schon mit dem 5. Platz weiter, Leute. Dort habe ich nämlich mal den John Wick Skin. Ich denke, das ist eigentlich so ein richtiger Klassiker in Fortnite. Jeder kennt ihn, jeder hat davon schon mal gehört, Leute. Das ist ja der Stufe 100 Skin vom Season 3 Battle Pass. Ist ein wenig OG. Ihr müsst euch mal vorstellen, ein Battle Pass davor war ja der Schwarze Ritter und der Schwarze Ritter ist natürlich echt krass OG. Und wie gesagt, eine Season nach dem Schwarzen Ritter kam natürlich schon der John Wick Skin. Ist also auch schon ein etwas seltenerer Skin. Ich meine, Season 3 war so Anfang 2018. Und das ist natürlich ein richtiger Klassiker-Skin. Nach dem Schwarzen Ritter war dann einfach so eine krasse Abwechslung. Ich muss dazu sagen, nicht viele
Leute haben diesen John Wick Skin gefeiert, weil sie einfach den Schwarzen Ritter, die waren von dem Schwarzen Ritter die Season davor natürlich schon so geflasht, und dann kam halt der John Wick Skin, das war einfach ein ganz normaler Mann, sag ich mal, in einem Anzug, und das war halt jetzt auch nicht allzu besonderes. Ich persönlich finde ihn eigentlich ganz gut, weil ich so schlicht gehaltenere Skins eigentlich mehr mag als so, keine Ahnung, Skins mit übelst vielen Effekten und so. Deswegen finde ich diesen Skin ganz nice. Ihr habt eigentlich so halb dafür gestimmt. Also nicht viele mochten ihn, aber einige mochten ihn schon. Das war so ein bisschen halb-halb. Aber ich denke, dieser Skin sollte hier auch auf jeden Fall mit ins Video und hat auf jeden Fall auch den Platz Nummer 5 hier vollkommen verdient. Und falls du wirklich sowas nicht mehr in der Zukunft verpassen möchtest und du meine Arbeit einfach wertschätzt, sage ich mal, dann trag unbedingt im Fortnite Item Shop meinen Creator Code Timematic einfach kostenlos ein. Dieser resettet sich nämlich jede 2 Wochen erneut. Deswegen musst du wirklich dran denken, dass du ihn wirklich jede 2 Wochen neu eingibst. Denn wenn du den einfach eingibst, dann motivierst du mich einfach auch mehr Skin-Kombis zu bringen, einfach mehr Videos für euch da draußen rauszuballern. Deswegen trag meinen Creator Code einfach unbedingt im Fortnite Item Shop ein. Liebe geht raus. Und jetzt geht's schon mit dem 4. Platz weiter. Dort habe ich nämlich mal einen etwas aktuelleren Stufe 100 Skin. Dort habe ich nämlich mal den Eiskönig Skin. Das ist ja der Stufe 100 oder Endskin vom letzten Battle Pass, also von der letzten Season 7. Ich denke, die meisten von euch sollten auch diesen besitzen, weil die meisten von euch werden sich wahrscheinlich den Season 7 Battle Pass gekauft haben und auch zu Ende gespielt haben, Leute. Ja, der Eiskönig Skin ist ein Skin, der ist nicht so einfach gehalten, denn er hat super viele Extras. Ich finde ihn so halb, also ich mag ihn eigentlich tatsächlich nicht so, keine Ahnung, entspricht meinem Geschmack halt nicht. Und in meinem letzten Video haben, also unter meinem letzten Video haben auch viele geschrieben so, ja, du denkst auch, du wärst der Krasseste, du entscheidest, ob die Skins gut sind oder nicht. Leute, das ist meine eigene Meinung. In dem Fall ist es sogar eure Meinung, also es macht noch weniger Sinn, sowas zu behaupten, Leute. Das ist ja euer Geschmack und deswegen habe ich eigentlich mit diesem Ranking überhaupt nichts zu tun. Ich kommentiere das jetzt eigentlich nur drüber, aber sonst, Leute, ist das euer Geschmack und nicht mein Geschmack. Also das macht wirklich keinen Sinn, sowas zu behaupten. Falls ihr irgendwie einen anderen Geschmack habt, dann stimmt doch einfach in meiner nächsten Umfrage mit ab. Dann wäre es auf jeden Fall wieder ganz okay, sage ich mal. Aber naja, das ist nur am Rande gesagt. Jetzt geht's schon mit dem 3. Platz weiter. Dort habe ich nämlich mal den Omega oder Omega-Skin, Leute. Omega muss los. Nee, aber das ist ja der Endskin vom Season 4 Battle Pass. Auch die meisten von euch sollten diesen besitzen. Ist ein etwas populärer Skin gewesen oder ist es immer noch? Ja, viele besitzen ihn. Ist auch etwas nicht so schlicht gehalten. Also viele Extras etc. entspricht meinem Geschmack nicht, aber viele von euch wollten diesen Skin auf dem Platz Nummer 3 und deswegen bekommt dieser Omega-Skin hier den Platz Nummer 3 und jetzt geht's schon mit dem 2. Platz weiter. Dort habe ich nämlich mal den Blingarella-Skin und dies ist ja der Stufe 100-Skin vom jetzigen Season 8 Battle Pass. Ich persönlich finde ihn mega, mega nice, also dieser ist ja ultra schlicht gehalten, deswegen feiere ich ihn einfach so krass. Das ist meiner Meinung nach auch der mit einer der besten Stufe 100 Skins von den ganzen Battle Passen. Aber feiere ich echt krass. Sollte hier auch auf jeden Fall mit ins Video. Hat den Platz Nummer 2 meiner Meinung nach völlig verdient, vollkommen verdient. Viele hatten sich den auch gewünscht oder viele fanden den auch am nicesten. Ich glaube, da haben glaube ich so 15% oder so fanden die nice und deswegen musste der hier mit ins Video. Aber Leute, den Platz Nummer 1, da kommt einfach ein Skin. Ich weiß nicht warum. Ich denke, weil der einfach OG ist, Leute, jetzt wisst ihr bestimmt auch, von wem ich spreche, denn dieser Skin hat einfach 75% der ganzen Stimmen bekommen. Ich rede hier natürlich vom Schwarzen Ritter, das ist natürlich ein OG-Skin, aber Leute, bevor ihr jetzt irgendwas runter in die Kommentare schreibt, das ist doch nur ein Stufe 70-Skin, na klar weiß ich, dass es ein Stufe 70-Skin ist, aber so viele haben sich den gewünscht und da habe ich mir einfach mal gedacht, yo, das ist ein Endskin, da kann ich schon mal ein Auge zudrücken und der muss dann auf jeden Fall auch mit ins Ranking und deswegen bekommt den Platz Nummer 1 der Schwarze Ritter. Wie gesagt, das ist ja der Endskin vom Season 2 Battle Pass und somit auch der älteste und damit auch der erste, sage ich mal, Battle Pass Skin von den ganzen Battle Passen bis jetzt und deswegen musste dieser Skin hier auf jeden Fall auch mit ins Video. Schreibt mir gerne euer Ranking gerne runter in die Kommentare, das würde mich auch sehr interessieren und damit würde ich schon sagen, abonniere gerne jetzt mal meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Ich werde auch in der Zukunft andere Formate bringen, schreibt mir gerne andere Formate aus, das Skin-Kombis, die kommen natürlich auch dran, nee, aber andere Formate auch mal runter in die Kommentare, was ihr euch da draußen auch so wünscht und vergesst auch auf gar keinen Fall meinen Support-A-Creator-Code im Fortnite-Item-Shop einzutragen. Wie gesagt, Kuss geht raus und damit war es das hier schon mit diesem Video. Haut rein und Peace!